Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice Kalk Zahlen formatieren. Sie können Ihre Daten in Kalk auf unterschiedliche Weise formatieren. Wenn Sie nur einzelne Zellen, Zellgruppen, Spalten oder Zeilen formatieren möchten, können Sie diese auch direkt formatieren. Wählen Sie hierzu die gewünschten Zellen aus und benutzen Sie anschließend einen der Formatierungswege. Die gängigsten Formatierungsmerkmale können Sie über die Formatleiste mit der Maus erledigen. Weitere Merkmale stehen in den jeweiligen Dialogen zur Formatierung der einzelnen Kalkobjekte unter dem Menübefehl Format zur Verfügung. Die folgenden Formatierungen können sowohl direkt als auch über die entsprechende Formatvorlage eingestellt werden. Für die Zahlenformatierung stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung. Sie können die Zahlenformatierung sowohl für das gesamte Dokument als auch für ausgewählte Zellen ändern. Um die Darstellung im gesamten Dokument zu ändern, wählen Sie am besten den Weg über die Formatvorlagen. Im Folgenden wird die direkte Formatierung ausgewählter Zellen beschrieben. Wählen Sie die gewünschte Zelle, Zellgruppen, Spalte oder Zeile aus. Klicken Sie auf eines der Formatleistensymbole zur Zahlenformatierung. Wählen Sie zum Beispiel das Symbol für das Zahlenformat Währung. Zum Beispiel hier. Die Zahl in der Zelle wird dann mit dem Währungssymbol dargestellt. Dementsprechend können Sie mithilfe der anderen Symbole eine Zahl zum Beispiel auch als Prozentwert darstellen. Zum Beispiel hier. Oder die Anzahl der Dezimalstellen einstellen. So zum Beispiel hier eine Stelle nach dem Komma oder zwei Stellen nach dem Komma. Oder auch wieder zurück. Anstatt über die Formatleiste, die nur die häufigsten Optionen bereithält, können Sie auch über den Dialog Zelle Formatieren gehen. Dort finden Sie deutlich mehr Zahlformatierungsoptionen wie etwa Zeit- oder Datumsformate. Den Dialog Zellen Formatieren erreichen Sie über den Menübefehl Format und Zellen. Über das Kontextmenü Zellen formatieren oder mittels Tastenkombination Steuerung 1. Die Zahlenformate finden Sie auf der Registerkarte Zahlen ganz vorne. Über die Auswahl der Sprache werden bestimmte lokale Formate wie Währungssymbol oder das Datumsformat festgelegt. Das war User Paul von unserem Screencast. Ciao. Und viel Glück!